So, jetzt bin ich also drin im neuen Studio vom Calisthenic Movement. Neben mir sitzt jetzt der Alex und wird sich erstmal kurz vorstellen. Er ist einer der beiden Betreiber und Chefs. Und ja, wer bist du, was machst du? Also, wie schon gesagt, mein Name ist Alex, im Internet auch als Alex bekannt. Wir haben 2012 Calisthenic Movement gegründet, also Sven und ich. Betreiben das seitdem zusammen, veröffentlichen regelmäßig YouTube-Videos, in denen wir verschiedene Sachen erklären über Calisthenics. Und ja, ich habe meine sportliche Karriere eigentlich schon relativ zeitig begonnen, mit ungefähr 3 Jahren, wie mir erzählt wurde, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Kinderturnen und sowas. Hab dann mit 6 Jahren ein bisschen Fußball gespielt, das war auch nicht so meins. Hab dann mit 7 Kampfsport angefangen, zuerst Karate, dann wurde das aufgelöst, dann habe ich Taekwondo angefangen, habe das 14 Jahre lang gemacht, bin dann durch Taekwondo zum Tricking gekommen, das ist so Akrobatik, Salto und sowas. Wie Turn auch ein bisschen Turn-ähnlich? Ja, ja, ähnlich. Also verbunden halt mit Kampfsport. Ah, okay. Technik. Ja. Krass. Ja, und darüber bin ich dann zum Parkour gekommen. Hab das dann 7 Jahre lang gemacht, hab dann einen Verein gegründet in Leipzig, in dem wir das halt auch unterrichtet haben. Und ja, 2012 bin ich dann über uns Sven, der hat uns angeschrieben, der hat YouTube, auf YouTube gesehen, ah, okay. kam halt vorbei und da bin ich dann halt auf Calisthenics gekommen und seitdem mache ich das. Wo hast du das zum ersten Mal gesehen? Bist du da reingekommen? Durch Sven. Durch Sven, okay. Ja, wie gesagt, er hat ein Video von uns gesehen. Ich habe in einem Video von mir damals Straddle Planche gemacht und das hat er halt gesehen und da dachte er, ja, Mensch, cool, wir machen sowas. Ah ja, okay, genau. Kam halt dann zu uns. Und ja, ich trainiere. Ja, oder willst du das später noch? Nee, erzähl. Das ist die Frage halt, also wenn man die Bilder von euch beiden sieht, die mir macht das richtig, also nicht nur nebenbei, sondern sehr oft wahrscheinlich. Und die Frage ist jetzt, wie oft muss man trainieren, um so auszusehen? Das Aussehen kommt größtenteils durch Ernährung. Okay. Also, oder sagen wir mal so, es ist halt eine Kombination aus Training und Ernährung. Okay. Es funktioniert nicht, wenn man nur trainiert. Ja. Man muss natürlich auch sich ordentlich ernähren. Ja. Ich habe Sport studiert, 2005 bis 2012 okay. In Leipzig. Und habe nach dem Sportstudium verschiedene Weiterbildungen in Ernährung gemacht. Hatte ja auch im Studium ein bisschen Ernährungs. Ja, beschäftige mich halt auch so viel mit Ernährung. Ja. Da haben wir jetzt so seit 2015, 2016 ungefähr ein bisschen an unseren Ernährungsplänen gebastelt und die angepasst. Und ja, man hat auf jeden Fall einen krassen Unterschied gesehen. Sven hat jetzt gerade ein Bild gepostet auf Facebook und Instagram, wo man halt den Unterschied sieht. Ach, wirklich? Ja, cool, ja. Ich glaube 2013 oder 2014 und 2016. Ja. Riesen Unterschied. Ja. Aber ja, das Training ist jetzt Trainingsplan und strukturiert, Muskelgruppen? Mittlerweile nicht mehr. Also okay. Dadurch, dass wir uns halt mit den ganzen Trainingsmethodiken auskennen und ein bisschen Erfahrung auch mit dem Körper haben, machen wir das eigentlich relativ, sag ich mal, frei Schnauze. Okay. Also, ich weiß zum Beispiel oder ich fühle das halt, wann ich trainieren kann, weil mein Körper noch ein bisschen Pause braucht. Ja. Und richte mich halt eigentlich danach. Ich weiß halt so in meinem Kopf, weiß ich, was ich für Ziele habe, wo ich hin trainieren will, was ich dafür machen muss. Ja. Überlege mir dann im Endeffekt, ja, ein paar Minuten bevor ich mit Training anfange, was ich dann heute mache. Ja. Aber wie viele Tage die Woche ist jetzt wirklich? Das ist unterschiedlich. Also wie gesagt, dadurch ist halt kein fester Trainingsplan, also zwischen 3 und 5 würde ich sagen. Okay, aber schon sehr, sehr regelmäßig. Ja, es gibt vielleicht auch mal Wochen, wo ich noch 2 Mal in der Woche trainiere. Ja, wie gesagt, also je nachdem, wie es halt ist. Kommt doch darauf an, was ich vorher trainiert habe, ob ich halt länger Pause brauche oder ein bisschen kürzer Pause brauche. Ja. Und so weiter. Genau. Und machst du dann nebenbei noch Ausgleichssport, also man sagt, du willst auch noch eine andere Belastung, jetzt ausdauermäßig oder so? Ich mache hochintensive Intervalle. Mache da Sprint-Sachen. Gehe auch nebenbei auch so ein bisschen laufen, aber alles im unteren Bereich, also sagen wir so bis 10 Kilometer oder mehr nicht. Und ansonsten ja, ab und zu mal Radfahren, das habe ich in den letzten paar
Monaten ein bisschen schleifen lassen, aber sonst wahrscheinlich regelmäßig im Fach. Ja. Und ja, ab und zu mal schwimmen gehen oder so. Ja. Ja, also mal halt Schwimmbad gehen. Ja. Ja, und ab und zu halt mal ein bisschen Tracking. Ja, genau. Das hat auch ein bisschen abgenommen. Ja. Und jetzt ist die Frage, für wen ist das geeignet? Wer kann das alles machen? Jeder kann es machen. Jeder? Wenn man sich Calisthenics anguckt, man sieht halt immer die krassen Sachen, Full Planche und Front Lever und Human Flag und Muscle Up und sowas. Ja. Aber das sind ja nicht die Sachen, mit denen man anfängt. Nee. Also, das ist wie bei der Entwicklung eines Kindes. Ne? Wenn irgendwann mal sieht man, was weiß ich, sechsjähriges Kind zum Beispiel, was halt irgendwo lang rennt und das macht das halt ganz gut. Das hat aber irgendwann mal angefangen mit, also ich ungefähr ein Jahr, ne, hat sich immer irgendwo hochgezogen und hat es immer wieder gemacht. Ja. Und im Endeffekt ist das bei Kali genauso. Man fängt halt mit leichten Sachen an, die auf das eigene Niveau halt abgestimmt sind. Man hat sehr viele Möglichkeiten, verschiedene Progressionsstufen von jeder Übung einzubauen oder auszuführen, um eben in seinem Niveau zu bleiben. Genau. Ne? Und darüber kann man sich dann halt steigern, ja, bis man dann halt irgendwann mal bereit ist, die Sachen zu machen. Ja. Was wichtig ist, ist auch, dass man seine, sein Bandapparat anpasst. Sehnen und Bänder zum Beispiel, die brauchen halt einfach länger, um sich anzupassen an die Belastung als Muskeln. Ne? Ja. Wenn man jetzt immer nur die Muskeln trainiert, sag ich mal, und Muskelwachstum anvisiert, dann wachsen halt die Muskeln und können halt irgendwann auch mehr Kraft aufbringen und die Bänder machen das aber irgendwann nicht mehr mit, weil die einfach länger brauchen, sich anzupassen. Deswegen sollte man auch relativ geduldig sein und sich ein bisschen zeigen lassen. Langfristig. Nicht, also, genau, langfristig trainieren. Nicht alles überstürzen und sagen, ich will jetzt in einem halben Jahr das und das lernen, sondern einfach anfangen auf seiner Stufe und dann sich immer weiterentwickeln. Genau. Man sollte natürlich ein Ziel haben, aber man sollte jetzt nicht unbedingt sagen, ich will jetzt in einem halben Jahr das schaffen. Ja. Natürlich ist es motivationspsychologisch sinnvoll, sich ein Ziel zu stecken und das halt auch in einer gewissen Zeit erreichen zu wollen. Es kann aber hier auch dazu führen, dass man einfach ins Übertraining kommt. Ich kenne das halt von mir selber auch. Ne? Man hat halt das Ziel und sagt, ja, bis dann und dann will ich das können, weil bei uns vor allem, weil wir ein Video drehen zum Beispiel haben. Und dann trainiert man und es geht halt nicht so vorwärts, wie man sich das vorstellt. Und dann denkt man, ja, ich muss noch mehr machen und mehr. Und dann kommt man halt in so eine Falle rein. Ja. Und das muss man halt einfach versuchen zu vermeiden. Ja, genau. Wie fange ich denn erstmal an, wenn ich sage, das ist jetzt das Konzept? Also ich bin ein großer Fan von dem Konzept, wo man es überall machen kann und auf dem Spielplatz und überhaupt auch immer. Was wäre jetzt der erste Schritt? Also ich habe angefangen mit Klimmzügen zum Beispiel und da ein paar Variationen eingebaut. Und Liegestütze ist auch ganz klassisch. Und habe dann immer versucht, mich ein bisschen weiter zu entwickeln, aber bin, habe auch versucht, den Massen abzuschaffen, aber bin nicht geklappt. Nee, fast gescheitert. Also mehrere Male. Habe alle Tricks ausprobiert, um die zu posieren, aber hat zum Beispiel nicht geklappt. Okay. Und genau, wie ist der erste Schritt, sagen, ich fange jetzt an, wo stand ich da bis? Also der erste Schritt hängt natürlich auch davon ab, auf welchem Level man ist. Ja. Wenn jetzt jemand schon seit 5 Jahren Kraftsport macht und Gewichte irgendwie bewegt, dann wird er wahrscheinlich eher mit schweren Sachen anfangen können, als jemand, der halt noch nie Sport gemacht hat oder schon seit langer Zeit keinen Sport gemacht hat. Was ich immer ganz sinnvoll finde, ist, weil Calisthenics eine relativ koordinativ anspruchsvolle Trainingsart ist, dass man erstmal die grundlegenden Bewegungen macht. Das sind in aller Regel Schulterblattbewegungen in alle möglichen Richtungen. Es gibt halt 6 Möglichkeiten. Beziehungsweise eigentlich gibt es 4 Möglichkeiten, also Vorwärts, Protraktion, Traktion, Rückwärts bewegen, Elevation hoch und Depression nach unten. Die sollte man beherrschen. Da gibt es 6 verschiedene Positionen, in denen man das machen kann. Und die sollte man am Anfang erstmal üben. Okay. Dann würde ich verschiedene Mobility-Flows vorschlagen, weil man dadurch natürlich auch die Bänder und den Sehnenapparat vorbereiten kann. Und ja, dann halt mit leichten Übungen anfangen, die für das eigene Level angemessen sind. Ja. Na, also für den einen kann es sein, dass der halt erhöhte Liegestütze machen muss, also die Hände irgendwo auf einer Erhöhung platzieren muss und dann halt Liegestütze macht. Der andere kann vielleicht schon mit Dips anfangen. Ja. Na, und man hat halt bei den Liegestützen hat man halt vielleicht 40%, wenn das erhöht ist, 40% vom Körpergewicht, bei Dips hat man 100% vom Körpergewicht. Ja. Oder wenn man jetzt die Arme mal abziehen, weil die sich ja nicht mit bewegen. Ja.
vielleicht fünf Leute mit seinem Namen. Es ist halt ein großer Unterschied. So, genau, ja. So kann man das dann halt alles anpassen. Tipps finde ich auch ein bisschen schwierig, sieht gleich aus. Und dann macht man drei und denkt, um Himmels Willen, wie schwer ist das eigentlich? Und nächsten Tag dann muss ich auch durch. Also muss man wirklich erstmal selber gucken, nicht zu viel machen, vielleicht, habe ich gemerkt, und genau, langsam vorgehen. Und das Wichtige ist immer kommen. Also, genau. Viele Leute sagen, naja, ist ja nichts Schlimmes hier. Ja, genau. Wir fangen einfach an und dadurch kann es aber auch sein, dass man sich dann auf lange Sicht verletzt. Genau. Und das läuft dann wieder zurück, dann geht das Niveau wieder runter. Und was ist dann besser? Also es gibt ja jetzt vom klassischen Kraftsport her diese, macht man so und so viele Sätze. Also ist es jetzt besser zu sagen, ich mache jetzt 3 Sätze a 8 Klimmzüge oder ist es besser einmal 12 auszuhauen? Das kommt auch darauf an, was man für Ziel hat. Okay. Die Leute, die trainieren auf Skills, also diese ganzen Calisthenics-spezifischen Techniken, also Front Lever, Bench oder was. Ja. Da ist es halt sinnvoll, vielleicht 50% der maximalen Belastungszeit durchzuführen, dann eine sehr lange Pause zu machen, mal so 5 Minuten, 5 bis 10 Minuten, und dann einen neuen Satz zu machen. Das heißt, da trainiert man in einem relativ niedrigen Wiederholungsbereich, wenn man jetzt Haltemomente hat, dass man halt eine relativ kurze Zeit hält, muss lang genug sein, um den sinnvollen Reiz zu schaffen, aber kurz genug, um nicht ermüden. Nicht zu ermüden. Ja, ja, genau. Ja, das ist halt ein koordinativ anspruchsvolles Training. Ja. Deswegen, wenn man jetzt sich auslasten würde und wirklich so lange das hält, bis man halt zusammenbricht, sag ich mal, wenn man die Kraft halt zu weg ist, dann wird auch das Zentralnervensystem natürlich ermüdet. Und das braucht man halt so einen großen Anteil für solche Techniken, um das wirklich auszuführen. Gerade wenn man es lernt, man muss ja einfach die ganze Körperproposition, Balance und was lernen, wie man halt was ansteuert und wie man sich bewegt. Da muss man halt frisch sein. Und da ist halt eher so ein hochfrequentes Training sinnvoll, dass man halt jeden Tag trainiert, manchmal auch mehrmals am Tag. Okay. Und relativ viele Sätze macht, weil man ja nur wenig Wiederholung pro Satz macht. Aber viele Pause machen dazwischen, so dass man eben beim Anfang des nächsten Satzes wieder frisch ist, sag ich mal. So als wenn man sich um den vorherigen Satz nicht gemacht hätte. Genau. Das geht natürlich noch bis zu einem bestimmten Punkt, wenn man irgendwann sich diese Ermüdung auch aufsteigt, logischerweise. Ja. Aber so in der Art funktioniert das. Wenn man jetzt auf Muskelwachstum trainiert, also ist es. Genau. Oder Fettverbrennung. Unterstützt das auch noch. Ja. Dann ist es schon sinnvoller, sag ich mal, mit Sätzen zu arbeiten. Da gibt es aber auch verschiedene Ansätze. Okay. Also es gibt ein HIIT-Training, also ein hochintensives Training. Das ist so der Ansatz, wo man eigentlich einen Satz macht mit einem extrem hohen Gewicht und da wirklich bis zur absoluten Grenze geht oder sogar darüber hinaus. Okay, es gibt viele olympische Bodybuilder, die das bewiesen haben, mit dieser Methode gute Ergebnisse zu erzielen. Bis es gibt aber zum Beispiel High-Volume-Training, also hochvoluminöses Training, wo man halt viele Sätze macht. Ne? Also zum Beispiel 10 Sätze. Krass. Und da aber auch in den Sätzen dann nicht bis zur Auslassung geht. Dass man wegen jetzt eine Progressionsstufe oder eben ein Gewicht nimmt, was man 15 bis 20 mal schafft, aber man macht nur 10 wiederum. Genau. Und dann macht man 10 Sätze damit. Ne? Also dieses klassische 10x10. Genau. Da gibt es auch Leute, der Schwarzenegger hat halt zum Beispiel so trainiert. Okay. Und das kennt jeder. Das ist ja jeder, wie er aussieht. Das funktioniert also auch. Dann gibt es auch noch holistisches Training. Da vereint man so ein bisschen alle möglichen Sachen zusammen. Das heißt, dass man erst in diesem Maximalkraftbereich trainiert, dass man so eine Übung nimmt, die man 4 bis 6 Mal schafft ungefähr. Da auch relativ weit an die Grenze geht und lange Pausen macht. Also nicht 2, 3 Sätze zum Beispiel. Dann macht man 2 Sätze im Hypertrophiebereich, also in diesem erweiterten Maximalkraftrahmen, dass man jetzt zwischen 8 bis 12, wenn man es ganz weit nimmt, 6 bis 14 Wiederholungen macht. Und dann eine etwas kürzere Pause und dann am Schluss nochmal einen Kraftausdauersatz, wo man halt 15 bis 25 oder eventuell sogar auch mehr Sätze durchführt. Ja. Es kommt, also ich finde immer, es muss jeder selber so ein bisschen ausprobieren, womit er am besten zurechtkommt. Ja. Also dieses HIIT-Training, das hochintensive, wo man einen Satz macht, das ist
für mich zum Beispiel jetzt nicht so das Optimum. Okay. Ich komme halt mit hohem Volumen relativ gut klar und sehe da halt eine Verbesserung. Ja. Das muss aber jeder für sich selber ausprobieren und rausfinden. Und jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt vom Triathlon-Standpunkt ausgehen, ist das ja quasi nur ein Ergänzungstraining. Und jetzt in meinem Trainingsplan, den ich gerade nutze, da ist halt einmal die Woche eine Stunde Krafttraining pro Woche. Ist für mich auch, finde ich auch Quatsch, das einmal die Woche eine Stunde durchzuziehen. Ich verteile das irgendwie, mache einmal eine längere eineinhalb Stunde und dann eigentlich noch zwei bis drei Tage nochmal fünf bis zehn Minuten dazu durch. Wie oft muss ich denn aber wirklich so einen Muskel so kraftintensiv trainieren, damit das wirklich was bringt? Also einmal die Woche zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass das. Es ist vielleicht besser als nichts, aber es kommt halt auch wieder auf das Trainingsniveau an. Ne? Okay. Also wenn man jetzt nie Krafttraining gemacht hat, dann kann man mit einmal eine Woche schon einen gewissen Reiz setzen. Okay, wenn man eine Weile schon trainiert und der Körper ein bisschen was gewöhnt ist, dann reicht wahrscheinlich einmal die Woche nicht mehr aus. Ja. Man muss dann sich auch überlegen, was man halt will. Ich würde jetzt mal beim Marathon, ich mache das selber nicht, davon ausgehen, dass man versucht, relativ leicht zu bleiben. Ja, genau. Dass man versucht, eine hohe Durchschnittsgeschwindigkeit zu erreichen. Ja. Das wird, also ich sag mal so, diese Durchschnittsgeschwindigkeit, das machst du natürlich über das Lauftraining vordergründig. Aber ansonsten würde ich halt eigentlich darauf gehen, dass man viel Mobility-Training macht, um halt sich wirklich effizient bewegen zu können, weil die Mobility auch, sag ich mal, den Widerstand innerhalb des Körpers ein bisschen minimieren kann. Dass man dadurch halt einfach Kraft sparen kann und dass man halt im Beinbereich einfach auch Maximalkraft trainiert. Ja, genau. Maximalkraft hat auch einen gewissen Effekt auf die Kraftausdauer, die soll trainiert machen natürlich separat, aber dass man einfach auch Belastungsspitzen ordentlich abfangen kann. Ja. Je mehr man halt Platz nach oben hat zur Belastungsgrenze, umso sinnvoller ist es. Ne? Ja, genau. Deswegen würde ich da, also theoretisch wäre es sinnvoll, ein hochfrequentes Training zu machen. Okay, das lässt sich wahrscheinlich mit dem Marathon-Training nicht in Einklang bringen, deswegen würde ich sagen, so dreimal die Woche vielleicht, aber ohne Auslassung. Ja, also wirklich laufspezifische Krafttrainingsübungen. Ja, genau. Auch beim Schwimmen, bevor ich schwimmen gehe, wenn ich einen Tag vorher Krafttraining gemacht habe, komme ich beim Schwimmen nicht mehr zurecht. Das heißt, ich gehe nicht auf den einen Tag, dass man halt genau dann die Muskelgruppen trainiert und den nächsten Tag vielleicht nicht unbedingt braucht. Da finde ich immer ganz sinnvoll, das von in eine gewisse Reihenfolge zu bringen, dass man eben zuerst das trainiert, was so das Hauptanliegen ist und danach das trainiert, was die Ergänzung ist. Ja, wenn man sich jetzt rein vom Krafttrainingspunkt anguckt, ist es immer sinnvoll, entweder explosive Sachen oder koordinative Sachen am Anfang zu trainieren, wenn man da eben noch frisch ist vom zentralen Nervensystem. Ja. Danach in die Hypertrophie Richtung zu gehen, ne? Also diese Maximalkraft 6 bis 14 Wiederholungen für Muskelaufbau und danach Kraftausdauer. Okay. Wenn man natürlich das Ziel hat, Triathlon zu trainieren oder Marathon zu laufen oder was auch immer, was halt eher ausdauerlastig ist, dann halt darauf fokussieren und gucken, was man halt danach. Da kommt es natürlich auch drauf an. Also man sieht schon, es sind immer ganz viele Abhängigkeiten im Training. Ja. Es kommt halt darauf an, was man dann halt trainiert. Oder koordinative Sachen trainiert. Muss man vielleicht überlegen, ob man davor ein bisschen was macht. Wir haben es zum Beispiel mit dem Handstand so gemacht, als Sven den gelernt hat, hat er das über ein Dreivierteljahr jedes Training am Anfang 10 bis 15 Minuten, also Erwärmung gemacht, 10 bis 15 Minuten Handstandtraining und dann sein normales Training. Krass, okay. Ja, also Handstand ist jetzt halt nicht so eine Sache, die extrem kraftraubend ist. Es ist halt sehr koordinativ. Genau. Man muss halt die Balance finden, man muss die Mobilität hinkriegen, dass man die Schulter ordentlich öffnen kann, dass man den Körper richtig positioniert. Und das dauert wirklich lange. Also es war auch nicht so, dass er jetzt nach dem Dreivierteljahr dann perfekt gestanden hat, aber da war dann so der Punkt erreicht, an dem er einigermaßen frei stehen konnte. Nicht immer, manchmal ist er umgefallen, hatte auch noch nicht so die perfekte Körperposition, aber das war so diese erste Stufe. Der hat das halt 5-6 Mal die Woche trainiert. Ne? Wirklich 10-15 Minuten. Und das macht dann halt diese Summation und diese Dauer, dass man halt wirklich dran bleibt. Viele Leute, die haben halt diese Motivation nicht oder das Durchhaltevermögen nicht, die fangen halt an und sagen, ja, ich will eine Muscle Up können. Und dann üben die halt 2-3 Wochen und sagen, oh, ich kann es immer noch nicht, ich kann es halt einfach nicht.
Aber es braucht halt Zeit. Ja. Es kann durchaus sein, dass man 3-4 Monate braucht, bis man erst Masse erschafft. Ja. So ist es halt einfach. Man muss die Technik üben. Ja. Und der Körper, der muss es halt erstmal lernen und begreifen, was man überhaupt macht. Und dadurch, dass es halt manchmal auch kraftspezifisch relativ anspruchsvoll ist, kann man das dem Körper nicht so oft zeigen, wie er es bräuchte, um das schnell zu lernen, ja, weil man einfach energetisch schon sehr erschöpft ist dann irgendwann. Ja, das stimmt, ja. Deswegen machen wir einfach drüber. Okay.